30. Goncourt Eurovision de la Chanson, Schweizer Finale 1985. Guten Abend, meine Damen und Herren. 9 Lieder, 9 Chansons oder Schlager, wie immer Sie wollen, stehen heute Abend zur Auswahl. 3 aus der Deutsch-Schweizer und Rätoromanischen Schweiz, 3 aus der Romandie und 3 aus dem Tessin. Und der Siegertitel vertritt dann unser Land am Finale dieses europäischen Schlagerfestivals am Abend des 4. Mai in Göteborg. Dieser Abend ist für die Unterhaltungsmacher und für die Beteiligten sicher eine wichtige Veranstaltung. Ein Karriereanfang kann es sein und trotzdem darf man es nicht überschätzen. Für Sie zu Hause bestimmt ein Spaß. Neue Lieder aus der Schweiz, die man hört. Und es ist Unterhaltung gemischt mit ein bisschen Spannung. Sie können zu Hause miträtseln, wer wohl nun dieses Schweizer Finale gewinnt. Also ein Wettkampf ohne zu großen Ernst und Verbissenheit, sondern mit Melodien und Worten geführt. Und für die Schweizer Interpreten ist er doch besonders wichtig zum Teil, weil man, wenn man ins Finale kommt, natürlich vor Millionen von Fernsehzuschauern dann eben singen kann. Zur Eröffnung das Orchester Groupe Instrumental Roman unter der Leitung von Staff Gon. Präsentator live hier im Studio 4 in Genf ist Serge Moisson. Er ist hauptsächlich beim Westschweizer Radio und präsentiert dort leichte Klassik, Oper und Operette. Verschiedene Fernsehzuschauer aus der ganzen Schweiz werden zusammen mit einer Presse- und einer Expertenjury den Siegertitel heute Abend bestimmen. Wir haben 5 Juryergebnisse dann am Schluss von der Sendung, nämlich ein Publikumsjury Deutschschweiz, eine Publikumsjury Westschweiz und eine Publikumsjury italienische Schweiz, dann eine Presse- und eine Expertenjury. Und jede Jury kann für den Sieger ihrer Meinung, ihrer Wahl 10 Punkte abgeben, für den zweiten Rang 8 Punkte, dann 7, 6, 5 und so weiter. Das Ganze ist also bestimmt eine Sache des Geschmacks und auch ein bisschen eine Glückssache, wer dann schließlich nach Schweden fährt. Das Resultat sollte in etwa einer Stunde bekannt sein. Und sogleich kommen wir zum ersten Lied, die erste Gruppe Rainy Day und der Titel Gioventù. Die Musik ist von Nella Martinetti, der Text von Hans Gmür und auch von Nella Martinetti, und hier wird noch einmal das Orchester, das wir bereits angesprochen haben, vorgestellt. Die italienische Schweiz also bringt dieses erste Lied. Rose, Paul und Gary haben ja Rainy Day 1981 gegründet. Paul ist jetzt neu dabei. Paul Monte, er gewann ja 1984 das Talentfestival in St. Gallen. Übrigens, letztes Jahr Rainy Day hat die Schweiz schon vertreten. Mit welcher Farbe hat der Sonnenschein? Der erste Song ist eigentlich, was die heutige Zeit betrifft, recht gut getextet. Es geht um Wiesen und Zement, um Krieg und Hoffnung. Und im Jahr der Jugend eben um die Jugend. Deshalb der Titel Jugend, Gioventù. Jugend, in deinen Händen ist die Welt. Jugend, für uns bis zum Ende. Das ist ein Ausschnitt aus dem Text dieses Liedes. Rainy Day bringen uns nun also den ersten Song, Gioventù. Non c'è prato, non c'è più spazio per giocare un po', ed i bimbi crescono sopra il cemento. Chi sarà fra di noi a salvare la terra, liberare il mondo dalla guerra? Gioventù, nelle tue mani il mondo. Gioventù, combatti fino in fondo affinché nasca un nuovo giorno. Serenità tornerà per me.
Non ti lamentare più, vieni aiutaci anche tu. Indignarsi crede a noi, non serve niente. Da quel poco che sai dare, e giù non lasciarti andare, mano nella mano con la gente. Piove giù nelle tue mani. Chi da tempo non ha più gioventù nelle tue mani al mondo, gioventù combatti fino in fondo affinché nasca un nuovo giorno con un po' di serenità. Gioventù, gesungen von dem Rainy Day. Und nun das erste Lied für die Westschweiz. Niki Nicola, in La Chotre geboren, er wohnt heute in Luzern und er zog lange Zeit mit einem eigenen Orchester durch verschiedene Länder. Jetzt bewegte ihn seine 17-jährige Tochter zu einem Comeback als Sänger. Sein Lied Je n'aime que toi, ich liebe nur dich. Musik Franco Bussmann. Das ist immer wichtig, denn es ist ja eigentlich ein Wettbewerb für Komponisten und Texter und nicht nur für Interpreten. Das Lied von Tränen und Küssen und Lieben ist nun die Rede. Seine 17-jährige Tochter hat Niki Nicola mit diesem Chanson bezaubert. Ob es auch dem Publikum gefällt, das zeigt sich nun heute Abend. Niki Nicola singt also das Lied Nummer 2, Je n'aime que toi, ich liebe nur dich. Das erste Lied für die Westschweiz. Je t'aime, tout simplement, sans me poser de problème, au gré du vent. Je t'aime, c'est banal, et pourtant, depuis longtemps, mais qu'importe le dans mon rêve. Longtemps la vie nous apprendra. Ouvre-moi ton cœur, je n'aime que toi. Si l'océan te paraît trop
Niki Nicolas, je n'aime que toi. Niki zum Nicolas, ersten Lied je n'aime für die Deutschschweiz. Was hat uns diese Region heute Mariela Abend Farré wohl zu bieten? Dieses Jahr wurde in der deutschen Schweiz ein neuer Selektionsmodus angewandt. Drei Interpreten wurden von Verantwortlichen von Radio und Fernsehen DRS bestimmt. Jedermann konnte ein Lied anmelden. Eine unabhängige Jury hat die Bewertung vorgenommen und den drei bereits feststehenden Interpreten den Titel zugeteilt. Und der erste nun eben zugeteilte Titel heißt O mein Pierrot. Er wird gesungen von Mariela Farré. Sie ist 22-jährig, in Schaffhausen aufgewachsen und vor zwei Jahren vertrat sie in München unser Land im Finale bereits mit Io così non ci sto. Ihr Titel O mein Pierrot. Pierrot, du bist mein Freund, ein Clown, der mir das Herz erfreut. Mariela Farré mit ihrem Chanson über die kleine Porzellanpuppe Pierrot. Die Musik schrieb zu diesem Lied Markus Ellenberger, Text Markus Ellenberger und Waltraud Battaglia. Nun haben wir also drei Lieder gehört, je eines aus jeder Sprachregion und nun beginnt das Ganze wieder von vorn. Lied Nummer 4 kommt aus der italienischen Schweiz und wird gesungen von der Gruppe Friends, eine Gruppe, die seit 1976 existiert und sie singen das Lied Europeo.
Die sechs Herren heißen William Mazzoni, Oliviero Giovannoni, Zeno, Gianola, Piero Righetti, Maurizio Catarino und Oscar Bozzetti. Bei solch klangvollen Namen kann es wohl kaum mehr schief gehen. Die Musik und der Text des Liedes stammen von Gori Knobel und der Titel könnte in Göteborg sicher manchen Europäer ansprechen. Das Lied heißt nämlich Europäer und stellt eine ganze Reihe von Fragen und Wünschen an ein neues Europa. Zum Beispiel der Traum, ein einziges Europa in Zukunft zu kreieren. Europäer, sag mir, wie es dir geht, das neue Europa, wann machen wir es? Das alles also wollen die Friends nun in den nächsten 3 Minuten wissen. Die Friends singen für die italienische Schweiz Europeo, ihr Lied über die Europäer. Alors, Europe, nouvelle Europe, où es-tu et quand va-t-on te faire? Europeo, le groupe Friends. Lungo le strade della vecchia Europa, c'è chi viene e c'è chi va. Un barbone con 100 anni addosso, forse l'ultima ora plebeo, sembra quasi dormire fra i petali di rosa nel giardino dell'Eliseo. Oltre le bianche scogliere sono più fortunati, hanno un'autentica maestà. Da noi ci si inchina solamente al passaggio di denaro in grosse quantità. Europeo, dimmi come va. Cara vecchia Europa, la va come la va. Europeo, dimmi come va. Cara vecchia Europa, la la bella gente si difende come può, ma i poveri ormai hanno le braghe firmate e qualcuno pure lo yacht. Un pittore a Berlino ha dipinto sul muro una porta che va di là, poi ha insegnato a suo figlio un mestiere e suo figlio la ridipingerà. Ehi, europeo, dimmi come va. Cara vecchia Europa, la va come la va. Europeo, dimmi come va. Europeo, gesungen für das Tessin von der Gruppe Friends. Und nun versuchen es 2 einmal ohne Liebe, mit dem Motto und dem Lied Piano, Piano, also immer schön zurückhaltend. Mal was ganz Neues also am Grand Prix Eurovision. Piano, Piano, ein wunderschöner Tag, ich mag dich und Liebe, die muss nicht sein. Piano, Piano, keine Fragen und Szenen bei den beiden Sängern. Am Schluss dann allerdings scheint es doch noch zu klappen mit der Liebe, denn da sagen sie sich, und dennoch, ich ahne schon, ich liebe dich. Es singen Pino Gasparini und Mariella Faré, die wir vorhin schon gesehen haben. Die Musik kommt von Anita Kerr und der Text von Trudi Müller-Bossart.
Zu Pino Gasparini vielleicht noch. Er ist ja ein Routinier, schon 39-jährig und bekannt bei uns natürlich vor allem als Sänger in der Pepe Lienhardt Band. Er war schon einmal in einem Grand Prix Final zusammen mit der Pepe Lienhardt Band 1977. Sechster Rang mit Swiss Lady. Pino und Mariella, Piano, Piano. Du, das war ein schöner Tag. Und du, ich möchte dir sagen, dass ich dich sehr mag. Und irgendwann möchte ich dich wiedersehen. Doch jetzt ist es wohl besser, wenn ich gehe. Und Liebe, nein, Liebe, ein wunderschöner Tag, ich mag dich. Doch Liebe, die muss nicht sein. Piano, piano, nur so weit im Meer, piano. Sehr gern bei dir. Und du, ich fühl mich ausgesprochen wohl mit dir. Und ziemlich bald möchte ich dich wiedersehen. Doch jetzt ist es wohl besser, wenn ich gehe. Und Liebe, nein, Liebe, ein wunderschöner Tag, ich mag dich, doch Liebe, die muss nicht sein. Piano, piano, nur so weit im Mann. Piano, piano, nur so viel im Mann. Piano, piano, nur ein paar Tränen. Piano, piano, nur so weit im Mann. Ich möchte dich wiedersehen. Piano, Piano mit Pino und Mariella. Und nun kommen wir zur echten Liebe. Und wie soll es anders sein mit Arlette Solar? Vor 3 Jahren, als Nicole mit ein bisschen Frieden den Grand Prix gewann, wurde Arlette Solar Dritte mit Amour en Thème. Und auch in den nächsten 3 Minuten werden wir einige Male das Wort Liebe hören, in Verbindung mit Leid und Freude, wie es sich bei Arlette Solar eben beinahe gehört. Die Musik kommt von Pietro Silvestri, der Text ebenfalls, und er singt auch mit im zweiten Teil des Liedes. Arlette Solar, aime-moi, liebe mich, das ist der Titel ihres Songs von heute Abend, ein Lied für die Westschweiz. Toi, qui était mon rêve d'enfant, toi, que j'aimais depuis longtemps, toi, qui était toute ma vie, ma joie de vivre, ma destinée, mon seul ami. Mais je ne peux pas oublier les bons moments de mon passé. J'ai très envie de t'en parler, j'ai très envie de le crier. Aime-moi, il faut m'aimer.
si tu n'es plus le même qu'avant, si tu m'as fait pleurer autant, si tu voulais peut-être un jour nous pourrions revivre à nouveau ce grand amour. Charlotte Sola und Pietro Silvestri. Und nun ein krasser Gegensatz dazu. Auch ein Lied aus der Westschweiz, Daniela Simons. Aber ein sehr modernes Lied. Daniela ist 25-jährig, sie besucht das Musikkonservatorium in Lausanne, ist spezialisiert dort auf Klavier und seit 10 Jahren schreibt sie eigene Lieder. Sie ist die erste heute Abend, die das Lied selbst getextet und komponiert hat und sie singt es auch. Daniela Simons, der Titel Repart à zéro, beginne noch einmal. Sie hat viel Melancholie und Dramatik hineingepackt, aber sie liefert das Rezept auch gleich mit, um aus den Sorgen herauszukommen. Beginne noch einmal, flieh aus dem Ghetto, springe die Ketten deiner Hände. Das also die Ratschläge von Daniela Simons. La nuit est tombée sur ton cœur, ta vie n'a plus de couleur. Trop de questions tournent dans ta tête, ton corps vit la tempête. La lassitude des lendemains, toujours le même refrain. Repart à zéro, retrouve le bon tempo. Brise les chaînes de tes mains, ne te retourne pas, ne te demande rien. Repars à zéro, retrouve des mots. Laisse éclater ta folie, alors danse et fais chanter ta vie. Jamais le soleil ne t'a souri, dans les ténèbres tu cries. Noyé de solitude et cafard, rêves utopiques te hantent le soir. Tu as traversé tous les déserts, cherchant ton univers. Mais à quoi bon tourner en rond? Remets-toi en question. Repars à zéro, retrouve le bon tempo. Repars à zéro, sors de ton guet. Brise les chaînes de tes mains, ne te retourne pas, ne te demande rien. Repars à zéro, retrouve les mots. Laisse éclater ta folie, alors danse et fais chanter ta vie. Danse, fais chanter, danse, fais chanter ta vie. Alors danse, fais chanter, danse, fais chanter, danse, fais chanter ta vie. Alors danse, fais chanter.
Daniela Simons Reparacero beginne noch einmal und das achte Lied kommt wieder aus der Deutschschweiz. Die Swiss Singers, eine neue Formation aus dem ehemaligen Martin-Richard-Quartett oder Martin-Richard-Trio hervorgegangen. Aus Rorschach Adi Hochreutner und Moritz Maichtri. Die beiden singen ein komisches Rock'n'Roll-Lied. Die Musik kommt von Marcel Bless und der Acid Cider Band und der Text auch von Marcel Bless. Dieser Marcel Bless ist übrigens aus Triesen. Damit ist auch das Fürstentum Liechtenstein wieder einmal in dieser Ausscheidung. Normalerweise werden in diesen Liedern ja Momente des Lebens beschrieben, die doch recht angenehm sind. Nicht so im nächsten Stück bei der Begegnung mit dem Pfändungsbeamten. Das Lied heißt Der Kuckuck und ich habe doch immer pünktlich meine Stundung eingereicht, doch er sagte, dass der Gläubiger nach dem Gelde schreit. Schauen wir, was die Swiss Singers uns präsentieren mit dem Kuckuck. Der Kuckuck hat also geschrien hier bei den Swiss Singers. Das war das achte Lied und wir stehen bereits vor dem neunten und letzten. Und das kommt noch einmal aus dem Tessin. Und es gibt dabei ein wenig Kinoreklame. Ein Mann, der sich dort nämlich seine geheimen Träume erfüllen kann, wenigstens für eine kurze Zeit. Der Titel des Liedes ist eine Nacht in Casablanca. Der Sänger ist zugleich auch der Mann, der das Lied komponiert und getextet hat. Renato Mascetti, 32-jährig, aus Mendrisio und Morbio. Und der Mann sehen Sie ihn sich genau an. Er ist Arzt, Mediziner und zurzeit ist er noch auf dem Wege, den Psychiater dazu zu verdienen. Renato Mascetti aber hat vor der Sendung kurz gesagt, er würde gerne sogar umstellen, ganz auf Musik.
In seinem Lied geht es um den Film Casablanca und sich eben im Kino erholen, entspannen zu können. Sich wiederfinden in Casablanca, im Café American, Humphrey Bogart treffen, der einen Whisky Soda trinkt und dem alten Sam zuhört. Casablanca. Questa sera sono stanco, non ne posso proprio più. Ho perduto anche il lavoro e poi tu non ci sei più. Sotto casa il vecchio Odeon e il ritrovo del quartiere. Quattro soldi per due ore ed il sogno in realtà. Trovarmi a Casablanca, al Café American, incontrare Humphrey Bogart che beve whisky and soda e ascolta il vecchio Sam. Una notte a Casablanca, mentre fuori passa un tram, parlo insieme ad Ingrid Bergman, quante volte l'ho sognato, ma il tempo passa e va. Si accendono le luci, è finito il primo tempo, mi viene voglia di un panino, di una coca con limone. C'è una rossa in quinta fila che sorride con malizia. Ho deciso di scordarti e si spengono le luci. Trovarmi a Casablanca, al Café American, incontrare Humphrey Bogart e beve whisky and soda e ascolta il vecchio Sam. Una notte a Casablanca, mentre fuori passa un tram, parlo insieme ad Ingrid Bergman, quante volte l'ho sognato, ma il tempo passa e va. Trovarmi a Casablanca, al Café American, incontrare Humphrey Bogart che beve whisky and soda e ascolta il vecchio Sam. Una notte a Casablanca, mentre fuori passa un tram, parlo insieme ad Ingrid Bergman, quante volte l'ho sognato, ma il tempo passa e va. Ja, nun wissen wir es also, zusammen mit Ingrid Bergman und Humphrey Bogart wäre es ihm am wohlsten. Renato Mascetti, Una notte a Casablanca. Ich habe Ihnen ja schon gesagt, es gibt fünf Juryergebnisse am Schluss zusammenzuzählen und drei dieser fünf kommen aus dem Publikum, aus den drei Sprachregionen. Die Zuschauer konnten ja Postkarten einsenden und aus jeder Sprachregion wurden dann 50 Karten ausgezogen und diesen entsprechenden Leuten wird nun in den nächsten Minuten telefoniert und sie werden nach ihrer Meinung gefragt. Und so entsteht eben das Ergebnis der Publikumsjury. Dazu kommt dann noch das Total der Presse- und Expertenjury. Zuerst aber noch einmal eine Zusammenfassung aller Lieder, gespielt vom Orchester hier im Studio 4 in Genf. Lied 1, Gioventù, Jugend, gesungen von Rainy Day, Musik Nella Martinetti, Text Hans Gmür und Nella Martinetti. Thank you.
Nummer 2. Je n'aime que toi, ich liebe nur dich, Niki Nicola. Musik Franco Bussmann, Text Niki Nicola. Und das erste Lied für die Deutschschweiz, Lied Nummer 3, Mariella Faré, Oh mein Piero. Musik Markus Ellenberger, Text Markus Ellenberger und Waltraud Battaglia. Lied Nummer 4, Europeo. Musik, Gori Knobel, Text, Gori Knobel und gesungen aus dem Tessin von der Gruppe Friends. Lied Nummer 5 kommt wieder aus der Deutschschweiz. Piano, Piano mit Pino Gasparini und Marella Faré. Musik Anita Kerr, Text Trudi Müller-Bosshardt. Nummer 6 aus der Westschweiz, Arlette Sola, Aime moi, liebe mich, Musik und Text Pietro Silvestri, der eben, Sie haben es gesehen, selbst mitgesungen hat. Lied Nummer 7, das Popmädchen aus der Westschweiz, Daniela Simons. Sie hat Musik und Text selbst gemacht zu ihrem Lied Repara Zero. Beginne noch einmal. Und Lied Nummer 8, die Swiss Singers, der Kuckuck. Musik Marcel Bless und die Acid Cider Band und der Text ebenfalls von Marcel Bless.
schließlich noch Lied Nummer 9, Una Notte a Casablanca, eine Nacht in Casablanca. Geschrieben, getextet, komponiert und gesungen vom 32-jährigen Psychiater Renato Mascetti. Das war also dieses Potpourri und nun sollten alle Jurymitglieder eben in der Lage sein, eine Stimme abgeben zu können. Nun beginnt also die Wertung der Juroren. Die welschen Kollegen haben nun einen recht langen Showblock eingeplant, das möchte ich Ihnen doch mitteilen. Etwa gut 20 Minuten müssen wir uns nun gedulden, bis die Resultate eintreffen. Und in diesen 20 Minuten etwas Unterhaltung, zuerst von einer Gospelgruppe aus Paris, Les Compagnons de l'Arche. Neger Spirituels aus Paris kommen jetzt als erstes dran in diesem Showblock. Les Compagnons de l'Arche. It's to heal the sensing soul. Sometimes I feel so discouraged, and I think
Compagnon de l'Arche aus Paris, das war der erste Showteil und nun folgt noch ein zweiter Teil und das sind Gäste aus der Tschechoslowakei und zwar vom Schwarzen Theater aus Prag. Die Gruppe Hanna Lamkova wird uns nun eine Zeit lang unterhalten. Thank you.
Die Gruppe Hanna Lampova des Schwarzen Theater in Prag haben wir gesehen. Und nun, die Spannung wächst langsam. Die Gruppe kommt nur noch auf die Bühne. Die Spannung wächst langsam. In einigen Minuten sollten wir es wissen, wer nun eben der Sieger dieser Ausscheidung, dieses Schweizer Finals für den 30. Concours Eurovision de la Chanson ist. Nun aber, Präsentator Serge Moisson macht zuerst noch etwas anderes, und zwar einen Zusatzwettbewerb. Aus den eingesandten Postkarten von möglichen Teilnehmern bei der Publikumjury gibt es nun eben etwas rauszuziehen. Und zwar wird eine kleine Genfer Glücksfee eine Karte aus diesem Korb ziehen, und die Gewinner werden dann eine Reise für zwei Personen nach Göteborg gewinnen. Ja, das ist nun die kleine Genfer Glücksfee, die Karte ziehen wird, und wir werden nun hören, wer es ist. Es hat Karten drin, natürlich eben auch aus der deutschen und aus der rätoromanischen Schweiz und aus dem Fürstentum Liechtenstein. Oui, vous avez raison, n'auditez rien, c'est mieux comme ça. Alors, tirez. Es geht also um eine Reise für zwei Personen ans Finale des diesjährigen Schlagerfestivals in Göteborg. Alors, est-ce que vous pouvez lire? Catherine. Lausanne. Oui. Oui, Moser. C'est mademoiselle ou madame Catherine Moser qui habite Grubenweg. Grubenweg. 3280 Mora. Je déchiffre, écoutez, regardez. Hein. Ce sont de véritables hiéroglyphes. Ja, nun, das wird man sicher herausfinden und dann natürlich die glücklichen Gewinner benachrichtigen. Man sieht sie jetzt auf dem Monitor natürlich nicht, also die Frau Moser jedenfalls wird benachrichtigt und sie kann zu zweit nach Göteborg fahren. Und nun noch ein letzter kurzer Showblock mit dem Orchester hier im Haus und dann schreiten wir zur Ziel. Thank you.
Das Orchester, Gruppe Instrumental Roman unter der Leitung von Staff Camp war das. Und nun sollten wir aus den verschiedenen Regionen die ersten Ergebnisse hören. Zuerst kommt die Publikumsjury aus der Deutschschweiz, aus Zürich, dran. Zürich, Monsieur le Président, bonsoir et vos notes. Oui, bonsoir, bonsoir à tout le monde. C'est Zürich, die Publikumsjury der Deutschen und Rätoromanischen Schweiz. Bei uns sieht es wie folgt aus. Lied Nummer 1, 3 Punkte. Chanson numéro 1, 3 points. Lied Nummer 2, 1 Punkt. Chanson numéro 2, 1 Punkt. Die einzelnen Ergebnisse, nehmen an, Sie verstehen Punkte. Das sehr gut. Chanson numéro 3, 5 points. Lied Nummer 4, 4 Punkte. Chanson numéro 4, 4 points. Lied Nummer 5, 8 Punkte. Chanson numéro 5, Punkte, das wäre also das zweithöchste dieser Gruppe. 7 Punkte. Chanson numéro 6, 7 points. Lied Nummer 7, 6 Punkte. Chanson numéro 7, 6 points. Lied Nummer 8, der Kuckuck weiß es, 10 Punkte. Chanson numéro 8, 10 points. 10 Punkte für den Kuckuck der Swiss Singers und noch 2 Punkte für Una Notte a Casablanca. Es führt also der Kuckuck nach dieser ersten Publikumsumfrage. Und jetzt kommt das Publikum aus der Westschweiz, aus Genf. Jury du public roman. Voici le résultat des votes. Chanson numéro 1, 5 points. Chanson numéro 1, 5 points. Chanson numéro 2, 3 points. Chanson numéro 2, 3 points. Chanson numéro 3, 4 points. Chanson numéro 3, relativ wenig Punkte für die ersten Lieder. Chanson numéro 4, 2 points. Chanson numéro 4, 2 points. Chanson numéro 5, 7 points. Chanson numéro 5, 7 points. Das macht schon 15 Punkte jetzt total für Piano. Chanson numéro 6, 8 points. Arlette Sola, 8 Punkte. Chanson numéro 7, 6 points. Chanson numéro 7, 6 points. Chanson numéro 8, 10 points. Chanson numéro 8, 10 points. Und noch einmal 10 Punkte für den Kuckuck. Chanson numéro 9, 1 point. Und einen Punkt zum Schluss. Ganz, ganz klar in Führung der Kuckuck vor Piano Piano und M. Mohamed. 15 Punkten, also 5 Punkte Rückstand an zweiter Stelle. Und nun das Publikum aus der italienischen Schweiz. 8 Punkte jetzt aber für Gioventù. Chanson numéro 2, 1 point. Canzone numero 3, 2 punti. Chanson numéro 3, 2 points. Canzone numero 4, 4 punti. Chanson numéro 4, 4 points. Canzone numero 5, 6 punti. Chanson numero 5, 6 points. Canzone numero 6, 7 punti. Chanson numero 6, 7 points. Spannend. Canzone numero 7, 5 punti. Chanson numero 7, 5 points. Canzone numero 8, 3 punti. Ja, jetzt wenig Punkte nur für den Kuckuck. Und 10 Punkte für das Lied der eigenen Region, für Una Notte a Casablanca. In Führung aber weiterhin der Kuckuck, aber nur noch einen Punkt vor Aime Moi von Arlette Sola und einen weiteren vor Piano Piano. Und jetzt die Pressejury. 8 Punkte für Gioventù. Numéro 2, Gioventù ist jetzt am Aufholen. Lied Nummer 3, 6 Punkte. Chanson numéro 3, 6 points. Lied Nummer 4, 3 Punkte. Chanson numéro 4, 3 points. Lied Nummer 5, 10 Punkte. Ja, 10 Punkte jetzt erstmals ein Sieg hier, ein Teilsieg für Piano Piano. Numéro 6, 7 points. Lied Nummer 7, 5 Punkte. Numéro 7, 5 points. Lied Nummer 8, 1 Punkt. Numéro 8, 1 Punkt. Ja, jetzt fällt der Kuckuck plötzlich ab. Lied Nummer 9, 4 Punkte. Und jetzt haben wir einen neuen Leader in der Zwischenrangliste. Piano Piano führt mit 31 Punkten vor M-Moi mit 29. Und nun noch die Expertenjury. Guten Abend, Genf. Hier die Expertenjury. Sie hat die folgenden Punkte gegeben. Lied Nummer 1, 6 Punkte. Chanson numéro 1, 6 points. Lied Nummer 2, 1 Punkt. Chanson numéro 2, 1 point. Lied Nummer 3, 5 Punkte. Chanson numéro 3, 5 points. Aufgepasst bei den Liedern 5 und 6. 8 Punkte.
Chanson numéro 4, 8 points. Lied Nummer 5, 4 Punkte. Chanson numéro 5, 36. Lied Nummer 6, 2 Punkte. Chanson numéro 6, 2 points. Lied Nummer 7, 10 Punkte. Chanson Daniela Simons, 7, auch ein Teilsieg Lied für sie. Lied Nummer 8, 3 Punkte. Chanson numéro 8, 3 points. Lied Nummer 9, ja. 7 Punkte. Die Entscheidung ist gefallen. Piano, Piano mit Pino Gasparini und Mariella Faré gewinnt mit 35 Punkten das Lied der Deutschschweiz vor Repart à Zéro, gesungen von Daniela Simons mit 32 Punkten und an dritter Stelle Aime-moi Arlette Sola mit 31 Punkten. Eine recht knappe Entscheidung, aber der Sieg ist nun also gewiss und vergeben für das Lied Nummer 5. Piano, Piano. Pino Gasparini und Mariella Faré haben das Lied gesungen. Die Musik von Anita Kerr und der Text von Trudi Müller-Bossart. Das Lied in dem Jahr, ich habe es Ihnen gesagt, 2 ist einmal ohne Liebe versuchen, unter dem Motto Piano, Piano. Wenn wir es ohne Liebe tun und immer schön zurückhalten, dann haben wir keine Fragen und Szenen, dann kommen wir eben besser miteinander und untereinander aus. Allerdings, wir werden das Lied jetzt sicher noch einmal hören, allerdings am Schluss sagen die beiden doch, wir lieben uns. Ich ahne schon, ich liebe dich. Noch einmal der Siegertitel, der die Schweiz also in Göteborg vertreten wird. Pino Gasparini und Mariella Faré, die beiden, die ja das Lied für die Deutschschweiz gesungen haben und heute Abend nun das Schweizer Finale gewonnen haben. Du, das war ein schöner Tag. Und du, ich möchte dir sagen, dass ich dich sehr mag. Und irgendwann möchte ich dich wiedersehen. Doch jetzt ist es wohl besser, wenn ich gehe. Und Liebe, mein Liebe, ein wunderschöner Tag. Ich mag dich, doch Liebe. Ich bin sehr gern bei dir und du, ich fühle mich ausgesprochen wohl mit dir und ziemlich bald möchte ich dich wiedersehen. Doch jetzt ist es wohl besser, wenn ich gehe. Wunderschöner Tag, ich mag dich, doch Liebe. Piano, Piano, Pino Gasparini und Mariella Faré sind also die Sieger heute Abend und werden
die Schweiz in Göteborg vertreten, am Abend des 4. Mai beim Grand Prix bei dieser alten und populären Einrichtung der Eurovision. Letztes Jahr, Sie erinnern sich vielleicht, hat ja die Gruppe Harris aus Schweden mit Digilu, Digilei gewonnen. Und in diesen 30 Jahren hat erst ein einziges Mal die Schweiz gewonnen. 1956 war es Lisassia mit Refrain. Ob es nun 30 Jahre später wieder so gut geht, das werden wir in gut zwei Monaten wissen, wenn eben Pino Gasparini und Mariella Faré unser Land in Schweden vertreten werden mit Piano, Piano. Guten Abend und auf Wiedersehen hier aus Genf.